Herzlich willkommen zurück zu Deck Heroes. Heute habe ich mir mal gedacht, spielen wir eine weitere Runde Glücksdreh. Aber vorher zeige ich euch alle 10 Artefakte, die man dadurch bekommen kann. Pausiert einfach das Video, wenn es euch zu schnell geht. Oder wenn ihr die Infos nochmal durchlesen wollt. Ich würde sagen, das reicht. Und wir springen direkt zum Glücksdreh. Wenn ich aufnehme, dann kommen hier nur so 3-Sterne-Karten oder 1-Sterne-Runen. Aber wenn ich nicht aufnehme, dann bekomme ich Ausweichrune, Emo-Rune, 5-Sterne-Kreaturen, Artefakte. Mal schauen, ob es heute besser wird. Drei Sterne Ruhm ist okay. Das Punkt kann man mitnehmen. Ich zeige euch später dann dieses Artefakt, das ich bekommen habe. Diese Verdammung. Geht wieder direkt los, nur Schrott. Nee. Was Bescheid ist? Mutter Jumps. Okay. Komm, Artefakt. So viel Pech, das gibt's nicht. Schon wieder links unten. Komm schon. Weiter geht's. Noch eine Runde. Ich mache jetzt so lang weiter, bis das Scheiß kommt, ey. Artefakt. 5 Sterne Rune, irgendwas. Besser als Zauberweberin, ey. Gibt's nicht. Was ist das? Blutsoldat brauche ich nicht. Wagenruder. Ich bin von der Punkte. Ich weiß nicht, was ich mit den ganzen Punkten machen soll. So. Ich drehe einfach weiter. Vielleicht habt ihr Spaß. Vielleicht fiebert ihr mit. Wer weiß das schon. Eisiger Anhänger. Komm schon. Noch mehr Punkte. Brauch
Was gescheit's? Noch eine Emo-Rune, komm schon. Ruhm. Okay, kann man immer gebrauchen. Jetzt kommt doch einfach kein Artefakt. Komm schon. Wieder 3 Sterne Ruhm. Wieder kein Artefakt. Drei Sterne Karten sind einfach. Einfach weiter drehen. Irgendwann kommt was, oder? Irgendwann, wenn man keine Gems mehr hat. Dreimal dasselbe, links unten. Also entweder geht er links unten hin oder ganz oben zweites Feld, blau. Ich hab ja Zeit. Ich hab viele Juwelen, die ich ausgeben kann. Bis endlich eine 5-Sterne-Kreatur kommt. Oder ähnlich Wertvolles. Jetzt vielleicht. Nein! Lichtkrieger, den ich schon 1000 Mal hab. Unter Juwelen. Ja. Feenwächterin. Armreif, komm schon. Armreif. Vorbei. Glücksdreh-Fail ever. Das gibt's nicht. Wieso bekomme ich immer die 3-Sterne-Viecher? Oder Juwelen, die ich gleich wieder ausgebe. Noch mehr Punkte. Seelenräuber, komm, Seelenräuber. Und er hat den übersprungen, ich hab's genau gesehen. Der ist nicht auf die Ecke drauf. Jetzt vielleicht. Ja! Eine 5-Sterne-Kreatur! Freiheitsstatue, die nur für Gildenschlag geeignet ist. Egal. Hauptsache etwas. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was weiß ich. So, jetzt hol ich mich noch ab. Ein Splitter. Wow. Ein Aquarius-Splitter, oh mein Gott! Okay. Das war mein Highlight.
Was für eine Runde, was für ein Glücksdreh. Ach ja, ich wollte euch noch was zeigen, das Artefakt. Deck, Artefakte prüfen, Spieß der Verdammung, hier ist er. So, das war's jetzt für heute. Bis dann und ciao.